Vor einem Jahr ehelichte der österreichische Baumeister und Society-Löwe Richard Lugner das deutsche Playmate Katie Schmitz. Das einjährige Jubiläum der Feierlichkeiten ist Grund genug, die vergangenen Monate im Leben von Mörtel und seiner rund 60 Jahre jüngeren Frau Revue passieren zu lassen und heimische Society-Größen wie auch Medienspezialisten um Kommentare zu einer der schrillsten Beziehungen Österreichs zu bitten. Ja, ich bin verheiratet, ja. Wie einsam muss ein Mann sein, dass er dann diesen ultimativen Schritt setzt und sich sowas in sein Haus holt? Das ist der Lugner, was soll's? Wie kann ein 25-jähriges Mädchen einen Mann mit 83 lieben? Zuerst einmal haben wir es nicht geglaubt, weil wir gedacht haben, ein Scherz. Auch wenn damals viele Beobachter nicht so ganz glauben konnten, was sie sahen, dachten wenige andere, es könnte doch eine Herzensangelegenheit sein. Während Lugners eigene Familie die Hochzeit boykottierte, war sich die Familie der Braut ganz sicher. Das ist die wahre Liebe. Ich glaube, ist das wirkliche Liebe. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz chillig bei denen. Ja, der hat Stil, der hat Charakter. Ich habe keinen besseren Wunsch. In erster Linie kommt dir das vor wie im Garten Eden. Natürlich, der Adam ist halt ein bisschen reif, nicht? Wenn nicht ein bisschen wurmstichig. Für mich ist das so ein alter Sack. Also ich finde, also der Gedanke alleine, die Glocken aufzuhören, ich finde das schrecklich. Und schon bald zeigt sich ein anderes Bild, das kaum mehr etwas mit Liebe zu tun hat. Während Lugner täglich und wie gewohnt an seiner Bekanntheit arbeitet, träumt Dirty Crazy Katie von einer Karriere in Hollywood als Sexbombe. Das passt Mörtel überhaupt nicht. Dem Augenblick, wo sich der Lugner nicht mehr aufregt, stirbt er ja bei lebendigem Leib. Also wenn der Richard sagen würde, entweder du gibst Amerika auf komplett oder wir müssen uns trennen, dann würde ich sagen, okay, war schön, dich kennengelernt zu haben. Und noch schlimmer, Katie verhält sich in Mörtels Medienzirkus kontraproduktiv. So hat es zumindest den Anschein. Wie kann das sein? Und passt diese Frau tatsächlich in Lugners Lebensplan? Richard Lugner hat dieses Machtspielchen ganz offensichtlich gegen seine Frau verloren. Denn er hat klein beigegeben und hat sie einfach machen lassen. Wer die neue Frau Lugner wischt inzwischen bitte sich das Make-up vom Gesicht, während er in der Opernballwoche darauf hofft, bitte auf die Medienpräsenz, weil sie dort Playmate werden will. Und warum ist es die mit nicht gerade hohen Sympathiewerten beschenkte Katie Schmitz? Mörtel hatte doch wirklich eine Riesenauswahl. Hätte sich nicht wer anderer den Ring an den Finger stecken lassen können? Der hat mir ja auch einen Heiratsantrag gemacht. Und was hat er eigentlich gesagt? Ich habe das momentan als Scherz empfunden, weil ich das nicht ernst genommen habe. Sogar internationale Stars wie Pamela Anderson meinen, dass mit Katie etwas nicht ganz stimmt. She has pictures of me all over her office. And I don't look at pictures of myself, so it was really interesting to kind of see, because I hadn't even seen a lot of the pictures that were there. Katie Lugner reißt schließlich das Ruder an sich. Die Lugners brechen mit zahlreichen heimischen Medien und hoffen auf einen Fernseherfolg in Deutschland. Er droht, nach Deutschland abzuwandern. Kann man da behilflich sein? Sie, glaube ich, sie mag die Krone nicht, sie mag Österreich schon gar nicht, sie mag die Fernsehstationen nicht. Elisabeth Kardinal. Also Elisabeth Kardinal. Österreich droht nun, seinen Pausenclown der Society zu verlieren. Wie konnte das geschehen? Es war ein durchschnittlich grauer Tag im Leben des Richard Lugner, der 13. September 2014. Vor rund einem Jahr ehelichte der wohl berühmteste Baumeister des Landes, Richard Lugner, das wohl hierzulande unberühmteste Playmate, Katie Schmitz. Vergessen wurden dabei auch die Kleinigkeiten nicht. Aus reinem Silber, weil das billiger ist wie Gold, für mich. Für die Feierlichkeiten in Schönbrunn sparte der Baumeister allerdings überhaupt nicht. Alle sollten erfahren, was dieser Tag im Leben des Richard und seiner blonden, um rund 60 Jahre jüngeren Braut bedeutete. Ja gut, das war der Lugner, ich meine, das war ja grotesk eigentlich da, ne? Und auf Sissi machen und so. Das ist der Lugner, was soll's? Mit Pomp und Glamour in Schönbrunn zu heiraten, ich glaube, dass das
nicht Richard Lugner-Style ist. Ja. Das war sehr wohl schon Spazi-Style, die einfach gewisse Dinge und Karten auf den Tisch gelegt hat, wo sie gesagt hat, unter diesen Parametern wird geheiratet. Und wie gesagt, nochmals, als wir damals gehört haben, dass er sie wirklich heiraten will, in Schönbrunn, wir konnten sie alle selber nicht glauben. Dass er dann wirklich heiratet, das haben wir nicht geglaubt. Sag nicht wir. Ich. Also das war sicher, die haben gesagt, eine Hochzeit, das ist eine tolle Geschichte und das bringen wir in große, nicht in HD. Das heißt ja nicht. Aber so stelle ich mir das vor, da dass das Ganze ist, weil das ist das Einzige, was ihn wirklich interessiert, was ihm am Leben erhält. Auftritt Die Braut. Und was für ein Auftritt das war. Einer echten Barbie-Prinzessin gleich. Das Emotionale merkt man ja auch bei ihr. Ich meine, das kann man ja nicht spielen. Sie hat den ja wirklich gern. Also die Frau tut ihm richtig gut. Und ich glaube, die mag den wirklich. Das Gatter ist zugeschnappt jetzt dann wie auf der Alm. Es scheint eine wirklich nette, glückliche Beziehung zu sein. Das wird schon passen und ich habe ein gutes Gefühl. Aber es wäre nicht der A dabei Löwe Mörtel, wäre sein Hintergedanke bei dieser Hochzeit nicht ein Society-Spektakel der Superlative gewesen. Das war halt eine typische Hochzeit für die Medien, eine Hochzeit, nicht? Da weiß ich, wer alle dort war, nicht? Alle Medien, und das hat er eben für die gemacht, spektakulär. Da Leute waren, schaulustige Fernsehteams, Radiosender, Fotografen, das war ja so krass, ich kam ja gar nicht aus der Kutsche raus. Und das hätte man meiner Meinung nach auch besser organisieren müssen, ja, weil das war wirklich ein Chaos, da durchzugehen. Das weißt du ja selber, wie schlimm das war. Ich kam ja gar nicht raus. Und dann hast du irgendwas organisiert, dass die Deutschmeister da waren. Die konnten auch nicht wirklich spielen, weil die Leute einfach, die standen und sind nicht auf Seite gegangen. Also viel mussten wir einfach sausen lassen vom Programm, weil man konnte es einfach nicht durchführen. Weil wir hatten 300 Gäste und das Ganze war auf der Rückseite vom Schloss Schönbrunn. Und das ist eigentlich, wo niemand hinkommt. Und dann war das Problem, dass viele Touristen mitbekommen haben, dass unsere Hochzeit stattfindet. Und jetzt waren dort so viele Touristen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Nicht? Der Rummel bleibt draußen, drinnen ist nur einer überzeugend laut. Dann antworten Sie bitte mit einem Ja. Ja. So deutlich. Dieses Ja war das Hallo zur neuen Ehefrau und das Goodbye zu Mörtels Familie, die übrigens nahezu geschlossen diese Feierlichkeit boykottierte. Dazu aber später mehr. Ja, wir sind einfach nur Prost. Ja, ich bin verheiratet, ja. Es war also geschafft. Richard Lugner und Katie Schmitz, ein Ehepaar. Doch dauerte es nicht lange und die moralischen Zweifel an einer intakten Liebesbeziehung zwischen Beauty und Beast und Richard Lugner wurden laut. Wie kann ein 25-jähriges Mädchen einen Mann mit 83 lieben? Ich glaube, Katie würde den Richard auch lieben, wenn er 60 Jahre jünger wäre. War das die Frage? Die erste Ehe, das ist der Sieg der Liebe über die Einsamkeit. Die zweite Ehe ist der Sieg der Hoffnung über die Vernunft. Ich überspringe jetzt ein paar. Und die fünfte Ehe ist wahrscheinlich der Sieg der Naivität über die eigene Einbildung. Denn dieser Mann muss ja so unvorstellbar naiv sein, sich einzubilden, dass sie ihn oder irgendwas an ihm außer seinem Geld liebt. Natürlich liegt dieser Verdacht mehr als nahe, aber Katie unterstrich ihre echte Zuneigung zu Richard schon im Vorfeld, wie hier bei der Verlobung am Wörthersee. Wir heiraten und was rum? Aus Liebe, ja, das hast du vergessen zu sagen. Davon sollten sich auch alle Medien überzeugen. Es folgte eine große schauspielerische Leistung. Liebe Katie, willst du meine Braut werden? Ja. Diese Peinlichkeit, ein Hommage an Fürst Renier und Grace Kelly. Also bitte, der Fürst Renier, wie er geheiratet hat,
war eine Schönheit in den 30er Jahren. Und er, dieser Apfel, dieser Verdorrte, ja, vergleicht sich mit dem Fürst Renier. Ich wundere mich ja, dass der Fürstentum Monaco der Lugner-Sitte noch nicht den Krieg erklärt hat. Kennen lernte Richard, der verdorrte Prinz, Katie auf dem Münchner Filmball. Daraufhin lud er sie prompt in seine Loge beim Opernball 2014. Boah, da bleibt mir die Luft weg. Bei den Vorbereitungen hierfür fiel Katie Schmitz auch das erste Mal den Medien auf. Ich weiß nicht, wem sie bekannt war, hierzulande auf jeden Fall nicht wirklich irgendwem. Sie ist von 0 auf 100 bekannt geworden, ja, und hat sich ja ihr Plätzchen in dem Bereich der Gesellschaft, wo sie vermutlich auch sein will, hat sie sich erarbeitet, ja, und da ist sie jetzt dort, dank Richard Lugner. Und es zeigte sich eine gewisse Neigung zur Freizügigkeit, die die Blondine später noch deutlicher ausleben sollte. Du bist schon wieder voll im Freien. Das musst du hindern lassen. Das geht unmöglich. Ja, aber das geht schon nicht. Das Kleid, so wie es jetzt hat, kannst du es nicht anziehen. Das Kleid muss bleiben, das ist doch phänomenal, oder? Ob es das richtige Kleid für einen Wiener Opernball war, sei mal dahingestellt. Anscheinend fehlte es der jungen Deutschen hierfür an Gespür, an Sensibilität. Naja, Stil kann man sich halt nicht kaufen. Die Herkunft ist eine Sache, die irgendwie so ein bisschen so ein schwarzes Loch ist. Es gibt da ja immer wieder so die Gerüchte um, sie sei Krankenschwester gewesen, was ja auch durchaus gewesen ist. Es gibt dann die Geschichten rund um einen Job in einer Bar, wo sie gekellnert hat. Aber so richtig kam das nie hervor. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages war es mir auch dann mittlerweile zu unwichtig, sie danach zu fragen. Zurück zur Hochzeit in Schönbrunn. Bei diesem Wahnsinnsaufgebot an Kameras und Mikrofonen gewann der normalgeborene Zuseher durchaus den Eindruck, Ritchie sei mit dem Zirkus etwas überfordert. Wo sind die anderen Security? Wo sind bitte, wir brauchen. Ja, ja. Naja, ein bisschen weniger Gedränge haben wir uns durchgestellt. Das war toll geplant, aber das konnte man nicht umsetzen. Bitte geht's jetzt bitte weg. Bitte geht es. Bitte da frei machen. Bitte, wir brauchen die Beitschmeister, müssen herkommen. Richard Lugner, immer wieder Opfer der Geister, die er selber rief. Es gibt diesen Satz, ich denke, also bin ich, von Degas. Und er hat ihn umgedreht nach dem Motto, ich bin in den Medien, also bin ich, weil das ist das einzige Kriterium, das ihn wirklich interessiert. Und das hat er über Jahrzehnte verfolgt und ist ihm gelungen. Er zählt sicherlich zu den berühmtesten Österreichern und ist dadurch auch in Deutschland bekannt. Und das ist das, was er genießt. Das ist der Typ, der jeden Tag in die Zeitung schaut und wenn er nicht drinnen ist, glaubt er, er ist gestorben. Dann schaut er vielleicht noch bei den Paten nach, bei den Todesfällen, weil er nicht mehr sicher ist, der sich nur über das Bespiegeln als Existenz begreift. Das hat etwas Lächerliches, das ist aber etwas. Jeder ist ein bisschen eitel, ich bin auch ein bisschen eitel, freue mich auch, wenn ein schönes Bild in der Zeitung ist. Aber diese Ausgeprägtheit an Eitelkeit, die er an den Tag legt, kenne ich eigentlich niemanden, der das so hat. Aber er ist glücklich damit und er hat eigentlich das erreicht, was er wollte, dass man ihn kennt. Die einen sprechen schlecht von ihm. Und die anderen sehr schlecht. Und schon bald wird man am schlechtesten von Katie Lugner reden. Nicht weniger feierlich als die Zeremonie im Schloss Schönbrunn findet das Hochzeitsfest im Palais Liechtenstein statt. Herr Lugner lässt sich glückselig begeigen, während Frau Lugner wo ist? Sekunden später ist Katie Lugner wieder da, will aber jetzt keine Interviews geben. Mit vollstem Verständnis halten die Medien ihre Fragen zurück. Die Laune der Braut schien schon damals etwas angespannt zu sein und schließlich gab es Wichtigeres, wie etwa Tauben in die Luft schmeißen. Meine nicht, meine ist Akku. Die müsste endlich zu Tier gehen. Du bräuchtest die Akku-Taube.
Zum achten Mal den Radetzky-Marsch anhören. Diesmal mit zweifelhafter Balletteinlage. Brautstrauß werfen. Die Braut verliert übrigens bald die Fasson. Ganze Fresse mal weg. Ich werf sonst nichts, Leute. Ich will auch irgendwann mal was essen. Und so. Und dann wird für das Brautpaar Salut geschossen. Und langsam schießt auch der Baumeister auf seine Braut. Wir sollen zum Salut schießen hinkommen. Sie wollen schon wieder schießen? Bitte kannst du. Ich frage mal, das war ja nicht im Programm. Darf ich mal bitte in einem Programm fragen? Bitte, du bist auf live und du hast nur. Ja, aber ich frage dich nur. Sie ist in dieser ganzen Menagerie, in dieser Unterhaltungsindustrie Lugner, ist sie herausragend. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil sie ihm eigentlich permanent Kontra gibt. Nicht schon wieder. Ja, aber ich hab, das verzieht sich, mach grad was. Ja, aber ich geh aufs Klo. Ja, wo ist denn da? Na, jetzt bleib bitte. Aber ein bisschen. Aber mit Platz, die Blase. Nein, du musst bitte da bleiben, es kriegst du schon. Nein, es geht jetzt nicht. Aber ich muss. Ciao. Also entweder wird er immer älter und immer schwächer und kann sie immer weniger werden. Aber mir scheint, sie hat den Schlüssel gefunden, wie man ihn ein bisschen diszipliniert. Er gibt sich ein bisschen seinem Schicksal. Ja. Völlig untypisch für Richard Lugner normalerweise. Baumeister Lugner hat sich mit dieser Heirat nicht nur eine kratzborstige deutsche Blondine eingetreten, sondern damit auch eine schrecklich nette Familie, die über die charakterlichen Eigenschaften der jungen Braut Bescheid weiß. Es ist so typisch für Sie, dass sie so ein bisschen sagt, wo es lang geht? Ja, schon. Sie ist ein bisschen blickdoppelt. Ja. Wie hat sich das geäußert in der Vergangenheit? Kennen Sie ihr lang? Ja. Zum Beispiel, sie hat immer gemacht, das, was sie gefällt, was sie Spaß hatte. Also, wenn sie sich bei mir schon ein bisschen versuchen, auch durchsetzen. Ich glaube schon. Ich denke, sie bringt das gewisse Etwas, was den Richard ein bisschen reizt. Also er braucht auch jemanden, der ihn reizt. Also so eine 0815-Frau, die würde beim Richard nicht unterkommen. Ob sie den Mann liebt, das weiß ich nicht. Aber ich meine, so vielleicht ist es so, dass sie spürt, dass er sie wirklich liebt und damit hält sie das auch alles aus und genießt es, kann es auch genießen. Natürlich fliegen da mal die Fetzen und dann knutschen wir wieder wild, weil so ist ein Leben, so ist eine Beziehung. Es können immer nur Herzen runterrasen oder Geigen regnen oder wie man das sagt. Es ist klar ja auch mal, aber das ist das, was die Menschen einfach ausmachen. Die Braut reiste mit der gesamten Familie, also Tochter aus einer früheren Beziehung, Vater, Mutter, Schwester und Bruder an. Aber nicht nur für die Hochzeitsfeierlichkeiten selbst. Die gesamte Entourage quartierte sich gleich für längere Zeit in der Mörtel-Villa in Grinzing ein. Mir ist doch die gesamte Mischpocke hier eingereist. Die haben doch alle dort bitte auf Kosten des Herrn Lugner gespeist und diniert. So eine Schnorrerpartie habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist ja unvorstellbar. Die kommen wie die Ratten alle in dieses hässliche, abgewohnte Haus da in der Straße oder in der Nähe und fallen dort über seinen Kühlschrank her und rauben das Ganze. Unvorstellbar! Uns wird so vieles unterstellen, aber ich muss ganz klipp und klar sagen, wir hatten auch ein Leben vor dem Richard Lugner. Also wir sind studiert, wir haben alle eine Ausbildung, wir haben eine eigene Firma, wir haben ein Eigenheim. Also sorry, aber Leute, wir sind eigenständig und wenn wir nach Wien ziehen, dann werden wir eigenständig sein, selbstständig und werden nicht mal Richard Lugner. Wenn du dir sowas holst, ist es das wirklich wert? Jetzt, Schätze, weißt du, wie glücklich bist du, dass meine Eltern siehst du nie, weil sie sind in Russland. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Meine Schwiegermutter habe ich genau hier 3 Wochen im Jahr. Ich glaube, ist das wirkliche Liebe. Das glaube ich. Weil für uns Geld ist nicht so wichtig. Ist nicht die erste, ja, nicht die wichtigste Sache. Und nie war. Ja, ich kenne die nicht, aber ich meine, was ich so gesehen habe, die sind ja die Mutter und die ist eingezogen da bei der Villa, bis er gesagt hat, so jetzt ist Schluss, ne? Mit Recht. In einer jungen Ehe sollte man miteinander leben und nicht ständig
von einem Umfeld beeinflusst werden, ob positiv oder... Also hör auf, das endlich zu, überall zu sagen. Du stellst deine Familie dar, als wenn das Messis oder Asoziale die Kosten jetzt bei dir wohnen. Das hat doch nichts damit zu tun, dass wir alleine leben. Ja, aber dann erwähnst du doch nicht. Warum erzählst du es überhaupt? Das geht doch keine Sau was an. Soll ich hier meine BH-Größe und meine Slipgröße verraten, weil die mich fragen? Sei doch einfach ruhig. Das geht dir nichts an, wer bei uns wohnt oder nicht. Meine Eltern sind nicht asozial und auch keine Messis. Die können auch ausziehen, wenn es stört. Dann hör auf, das rumzuerzählen. Ich mit denen überhaupt nicht, aber ich will mit dir alleine leben. Es geht niemandem etwas an, Punkt. Also, sonst erzähle ich auch andere Sachen rum, okay? All dies zusammengerechnet kann man sich bei aller Objektivität nicht des Eindrucks verwehren, dass Spatzi in dieser Ehe vielleicht doch noch etwas anderes suchen könnte als die reine, wahre Liebe. Wenn sie sucht, findet sie Geld, dann natürlich ist er auch bekannt und er ist das Sprungbrett für ihre Karriere, die sie sich erhofft, die sie auch nie machen wird. Weil nur ein großer, falscher Busen war noch nie ein Garant für eine Karriere. Meine Schwester hat ja eine Playboy-Vergangenheit, das weiß ja jeder. Und ich sag mal so, es gibt schon das eine oder andere Angebot aus Amerika. Und jetzt kommt sie nach Wien und lebt in einer großen Villa in Grinzing und in Lugner City und hat ein eigenes Auto und muss nicht arbeiten. Das ist natürlich in erster Linie, kommt dir das vor wie im Garten Eden. Natürlich, der Adam ist halt ein bisschen reif, nicht? Wenn nicht ein bisschen wurmstichig. Die Meinung über den womöglich kaum vorhandenen Vollzug der Ehe im sexuellen Sinn zieht auch Kreise bis in die deutsche Society. Sorry, für mich ist das so ein alter Sack. Also ich finde, also der Gedanke alleine, die Glocken aufzuhören, ich finde das schrecklich. Da kann auch Lugner die Leute glauben lassen, was er will. Sie tyrannisiert mich. Ich bin ein reiner Sexsklave. Darüber möchte ich. Es gibt Dinge, die möchte man nicht sich vorstellen. Das ist ja auch ein Vaterkomplex, den solche Mädchen haben. Oder ich denke mal, dass natürlich das Umfeld spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man in die Öffentlichkeit möchte. Mit 80 kann ja auch nicht mehr viel im Bett funktionieren, gehe ich mal von aus. Irgendwann ist die Tüte ja mal leer. Drauf geschissen. Ja, jeder kann machen, was er will. Und wenn der Richard und ich glücklich sind, ist das unser Problem. Es ist sein Kreisenleben, ne? Und wenn sie ihm das verschönt, dann ist es okay. Und es scheint auch so. Grundsätzlich ist es so, es gibt keine impotenten Männer, was man von einem 81-Jährigen behaupten könnte. Es gibt nur ungeschickte Frauen und sie ist keine ungeschickte Frau. Dankeschön. Allalong ist es natürlich für beide, finde ich, nicht befriedigend. Weil für sie will natürlich auch, also die junge Natur verlangt natürlich nach Körper, nach Sex und so weiter. Ja. Das weiß ich alles. Das habe ich lange Zeit studiert. Und er natürlich, er hat eine junge Frau, die ihm völlig wurscht ist und er ihr wurscht ist. Also, wieso sagst du? Weil ich das weiß. Er hat einmal bei einer Veranstaltung gesagt, hör mal zu, er hat einmal gesagt, wenn das nichts mit uns wird, dann suche ich mal was Gescheites. Was Gescheites? Also er hat nicht einmal in er zu und ihr sie hat gesprochen. Er das gesagt? Nicht zu ihr, über sie hat er das gesprochen. Also das zeigt die Mentalität. Also du kannst doch nicht glauben, dass der Herr Lugner echte Liebesgefühle zu ihr hat oder sie zu ihm. Also ich meine, so naiv ist meine Frau nicht, obwohl ich es schätze. Und gleich, die Stimmung in der Ehe geht in die Eiszeit über. Naht das Ende? Frag ihn erst, der Boss. Er kann dir antworten. Und ein Jahr nach der Heirat von Mörtel und Spatzi blicken wir zurück auf die spannendsten Momente des ersten Ehejahres. Ich hoffe, wir kommen einmal in das Fahrwasser, eine glückliche Ehe zu haben. Momentan sind wir verheiratet, aber haben hier und da kleine Probleme, aber ich hoffe, das bessert sich. Natürlich gab es auch Zoff, wir hätten uns, glaube ich, manchmal auch gerne die Gurgel, wären wir uns gerne an die Gurgel gegangen, aber das ist ja auch ganz normal. Richard und Katie sind ein Ehepaar, doch ist hier nichts Eitelwonne, was man die Öffentlichkeit glauben lassen will. Kannst du es jetzt so kapieren? Aber ich bin nicht doof, Richard, der arbeitet mal an deinem
bisschen Ton mir gegenüber. Ja, dann überlege, wie du mit mir sprichst. Ich bin nicht deine Putzfrau. Das stimmt. Das ist Katie Lugner, falls Sie sie ungeschminkt nicht erkannt haben. Das erste Ehejahr hat Spuren hinterlassen. Das erklären uns Vertreter aus den Medien und der Society. Er hat sich dann entwickelt in unseren Augen, was uns so gar nicht gefallen hat. Ein echter Lugner geht immer wieder unter, aber so tief untergehen darf man eigentlich nicht. Fakt ist, er ist nicht mehr ganz der Alte. Das Leben an Richard Lugners Seite verliert schon nach wenigen Wochen an Glamour. Auch Mörtels neues Sternchen erfährt, dass die Ehe mit dem Baumeister von Terminen und Medienauftritten dominiert wird. Nee, ich bin nicht gut gelaunt. Naja, weil ich die ganze Woche alleine war, von Montag bis Sonntag, und Richard nichts Besseres zu tun hat, wie jeden Tag bis in die Nacht irgendwo zu sein, anstatt mal zu Hause, und deswegen bin ich nicht gut gelaunt. Ja, so ist das wieder nicht. Das sind sie also, die Beziehungskrisen im Hause Lugner. Dabei gab es doch wirklich gute Gründe, die Ehefrau zu vernachlässigen. Ich wurde am Samstag zum Ritter von Döbling ernannt und dort muss ich hingehen. Muss. Käthe kommt mit dem Plan von Richard nicht klar. Gestern warst du nicht da und warst aus bis in die Nacht. Naja, so läuft es nicht. Ich kann ja auch nicht jeden Tag ausgehen. Man hat ja eine Familie und ich habe nicht aus Spaß geheiratet oder nur um neben dir zu stehen, sondern um deine Frau zu sein und Familienleben mit dir zu leben. Und dann tut mir leid, aber dann bin ich sauer, ganz einfach. Das ist aber lieb. Das ist sehr nett, wie Sie das sagen. Ja. Es bröselt und kriselt und die Medien haben ihr Fressen. Sprechen gleich von Scheidungsgerüchten. Tja, für ein Leben an Mörtels Seite muss man geboren sein. Ja, geht ihr auf die Nerven. Das ist verständlich. Das ist, sie einerseits hat sie das gewollt, die ist ja bekannt, alles Opernballloge, das gefällt dir. Andererseits, der ist ja eine Nervensäge. Der war fünfmal verheiratet. Alle vier Frauen haben sich von ihm scheiden lassen. Das darf man ja nicht vergessen. Niemand hat auch jede seiner Begleiterinnen, das gilt für alle, gezwungen, mit ihm zusammen zu sein. Das dürfte etwas Reizvolles sein. Ich habe mich, dieser Reiz, den der Herr Lugner ausstrahlt, hat sich mir noch nicht eröffnet, muss ich gestehen. Und ich kenne ihn etwa 15 Jahre länger, als das Spazi alt ist. Da hat er eine gehabt, mit der hat er ein Kind gekriegt. Die ist sogar nach Amerika ausgewandert. Ja, aber nicht wegen ihm. Die ist wegen ihm ausgewandert. Ja. Ja, warum ist sie wegen ihm? Weil sie als Schauspielerin geflüchtet. Dort hat sie aber keine Karriere gemacht, wo sie war. Nein. Also die hat keine Karriere gemacht. Also der geht einem schon schrecklich auf die Nerven, der Mann, nicht? Wie alle wissen, wie er gestrickt ist. Wenn eine Kamera irgendwo ist oder ein Mikrofon, blüht er auf wie eine Butterblume nach dem Sommerregen. Ist ja unglaublich. Vom Wörthersee, Mörtels Leidenschaft, ständig in den Medien zu sein, hat bei allen menschlichen Beziehungen zu Schwierigkeiten geführt. Durch seine Heirat mit Käthe Schmitz zog er aber tiefe Gräben, die kaum mehr zu überwinden sind. Nicht nur die vorangegangenen Frauen um Lugner, sondern inzwischen der Großteil der Familie hat den Kontakt nahezu abgebrochen. Wir reden immer gerne von der kleinsten Zelle im Staat. Woody Allen hat gesagt, wer lebt schon gerne in einer Zelle, ne? Zum Thema Familie. Das kann man sich ja auf gut wienerisch gesagt nicht aussuchen. Freunde kann man sich aussuchen. Dass er weder Freunde noch Familie im Moment hat, damit muss er selber fertig werden. Den alten Stamm, sage ich jetzt, der Familie komplett aus den Augen zu lassen und zu verlieren, ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich ganz einfach auch an Dinge erinnert, die schön waren. Und es war ja nicht nur alles Streitereien, wie es bei euch legendäre Kameras war, mit der Mausi zum Beispiel. Und Jacqueline hatte auch ganz bestimmt super tolle Momente mit ihrem Papa. Ich weiß noch nicht, die sind jetzt mittlerweile sehr, sehr rar geworden, wie ich hinausgehe. Denn gemeinsame Bilder von der Familie als solches sind seit 1,5 Jahren Geschichte. Guter Tausch? Ich weiß nicht, ob der Tausch so gut war, wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich der harte Kern der Familie, wie zum Beispiel seine eigene Tochter, die Hochzeit boykottiert haben. Dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Gerade was seine Tochter Jacqueline betrifft, hat Mörtel verletzende Äußerungen gemacht, indem er sagte, dass nun Katies Tochter Leonie seine Lieblingstochter wäre. Es ist auch viel Verbales an Unbill auch gefallen, wo ich mich auch schützend vor meine Tochter stellen musste. Weil da gab es die Aussagen mit
einer anderen Lieblingstochter und das hat meine Tochter schon sehr in der Seele verletzt. Ja, aber das muss sich Richard auch mit seinem Gewissen ausmachen. Ja, da muss er mit fertig werden, das habe ich mir auch gewusst. Wobei, also die Tochter ist da in den Händen von diesem, vom Helmchen, also dass er mit dem nichts zu tun haben will, sehe ich ein. Aber okay, seine Tochter, dass er dann gesagt hat, dass die Kleine seine Lieblingstochter ist, das Kind von der vom Spazi, das war unnotwendig. Lugners Temperament ist dafür bekannt, immer wieder einmal mit ihm selbst durchzugehen und das zumeist vor laufender Kamera. Dabei überschreitet er Grenzen und ist sich oft der Konsequenzen seiner Äußerungen nicht bewusst. Medienprofi Mucha hat das für uns analysiert. Medienmenschen sind immer sehr kolorierte, extreme Menschen. Die formulieren natürlich auch dichter, härter, brutaler. Das ist aber dann auch verletzender, schärfer und endgültiger. Das heißt, wenn du die Tochter dreimal medial gedemütigt hast, wird sie beim vierten Mal mit dir nicht mehr reden. Wenn du die Frau Schiller, wofür ich ein gewisses Verständnis habe, fünfmal aus der Loge rausgeschmissen hast, wird diese Freundschaft zu Ende sein. Bei mir wäre sie nicht ein einziges Mal reingekommen und daher schon überhaupt nicht. Wenn du mit der Ex-Frau, mit der man ja auch ein gutes Einvernehmen haben könnte, so über die Medien spielst, wie er das tut, dann ist irgendwann einmal ein Punkt da, dass alle Brücken abgebrochen sind. Und am Ende dieser Scharfkantigkeit, dieser Brüche und dieser Übertreibungen und Überspitzungen, nur medial präsent zu sein, steht etwas Furchtbares, die totale Einsamkeit. Katie hat gewusst, worauf sie sich in dieser Ehe einlässt. Herr Lugner ist wie eh und je und trotzdem wird Frau Lugner nicht damit fertig. Sie beginnt Forderungen zu stellen. Zuerst ist es nur ein kleiner Porsche. Diese Forderungen werden ja immer größer. Das heißt im Klartext, du hast eine kleine Forderung, da ist es, dann kommt die Hochzeit mit der Kutsche, dann kommt der Porsche, dann kommt, ich will ein halbes Jahr in Amerika leben. Und irgendwann einmal kommt halt dann dieser Punkt, wo diese Forderungen dann nicht mehr erfüllbar sind. Das heißt, irgendwann einmal sagt die dann, kauf mir das Empire State Building. Und das wird sich der Herr Lugner nicht mehr leisten können. Nicht das Empire State Building, viel schlimmer. Katie äußert den Wunsch, ihre eigene Karriere verfolgen zu dürfen. Und zwar als Nackerpatzel für den Playboy. Sie war ja auch allein in Hollywood oder was weiß ich und träumt ja vom Hugh Hefner, seinem Ding. Ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist oder was, keine Ahnung. Das wird er wissen, aber und ihre Karriere sucht, ja, ich weiß ja nicht, was sie außer Busen herzeigen kann, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine jetzt, als um ein Star zu werden. Die hofft er, dass sie, wenn mein Gott will, irgendein Produzent sagt, komm, bleib da, oder mach mal was, dann bleibt sie dort, nicht? Aber du musst immer sagen, das denkst du. Das denke ich das ja. Mir. Davon bin ich fest überzeugt davon. Aber entschuldige, die braucht man dort nicht, nicht. Also die haben dort genug eigene solche Frauen, nicht? Ja. Nacktfotos im Playboy und Lugner-Freundin, das hatten wir doch schon mal. Ich weiß genau, wie wir uns kennengelernt haben, die Käthe und ich. Da war sie mit 5 Mädels auf der Titelseite in Deutschland und ich war auf dem Titelplatz. Auch in Deutschland, aber alleine. Und da hat der Richard gesagt, schau, der ist auch im Playboy gewesen. Und ich, ja, du warst aber mit 5 Mädels und ich alleine, gell? Und das hat sie dann so gesehen. Und dann, ja, und jetzt weiß ich nicht, jetzt da ist, will sie unbedingt auf dem Playboy, was ich eben mitbekommen habe, aufs Titelblatt alleine. Mörtel schaut sich selbst vielleicht gerne nackte Tittchen an, aber sicher nicht sein nacktes Spazi im Playboy. Davon kann auch Bambi ein Lied singen. Ja, war da immer strikt dagegen. Also er hat gesagt, also das will er überhaupt nicht und also er war wirklich ganz, ganz, da habe ich ihn noch nie so böse erlebt und er ist noch nie so ausgeflippt, wie er mal mitbekommen hat, so sexy Shooting, vielleicht ein bisschen freizügiger, also das wollte er überhaupt nicht und das hat es von mir auch nie gegeben. Und ja, und dann hat ihm bei mir dann damals der Playboy angefragt, da habe ich aber keine Beziehung, so eine, also Beziehung öffentlich jetzt mit ihm gehabt, also es war einfach, also ich war halt auf mich alleine gestellt, sagen wir so. Und ja, natürlich habe ich mich dafür entschieden
Und seine Reaktion war halt auch dann irgendwie so, ja, aber das ist ja oben ohne und das sieht ja jeder und das ist ja, ja, es hat ihm halt dann nicht so gefallen, aber ich finde es trotzdem, es ist doch, es schaut nicht billig aus, also ich bin stolz drauf und brauche mich auch nicht dafür genieren. Und Katie möchte nun auch so schöne Fotos haben und auch aufs Cover vom Playboy und zeigt deutlich, wo ihre Prioritäten liegen. Also wenn der Richard sagen würde, entweder du gibst Amerika auf komplett oder wir müssen uns trennen, dann würde ich sagen, okay, war schön, dich kennengelernt zu haben, dann liebst du mich nicht. Spazi Lugner setzt ihren Willen durch und fährt einfach alleine nach Hollywood. Zum Leidwesen von Richard dokumentiert sie viele ihrer Erlebnisse von dort auf öffentlichen Medien. Und das auch noch in der wichtigsten Woche des Lugner-Jahres. Das war eine Sache in der Opernballwoche oder beziehungsweise in der Woche vor dem Opernball, den Mann alleine zu lassen, das ist irgendwie für mich ein Zeichen des Machtspielchens gewesen. Die hat offensichtlich eine exhibitionistische Ader. Jeder chacun a son goût. Jeder wie er glaubt, jeder wie er nach seinem Geschmack. Aber wenn ihn das nicht stört, ja, dass sie da ständig twittert und postet und was weiß ich und ihre neuesten Bikini und durchsichtige Höschen und jetzt der dreimal vergrößerte Busen oder was weiß ich und das ins Nettchen und das stört ihn nicht. Das muss er wissen. Aber es stört ihn sehr wohl. Nur hilft alles cholerische Schreien nicht. Katie hat einfach den dickeren Kopf. Er ist ein Mann, der schreit. Und wir wissen, jeder, der schreit, ist schwach. Ja. Weil Menschen, die schreien, die geben dann irgendwann nach. Bei uns und ist das auch so. Ich schreie. Und dann gibt es Menschen, die sind ruhig, die sagen, so ist es und so bleibt es. Und dann da fährt dann die Eisenbahn drüber. Und er ist ein Blärer. Ja, Bonesera. Richard Lugner hat dieses Machtspielchen ganz offensichtlich gegen seine Frau verloren, denn er hat klein beigegeben und hat sie einfach machen lassen. Na, die neue Frau Lugner wischt inzwischen bitte sich das Make-up vom Gesicht, während er in der Opernballwoche darauf hofft, bitte auf die Medienpräsenz, weil sie dort Playmate werden will und weiß gleichzeitig, was du ja sehr klug gesagt hast, dass das die wichtigste Woche seines Jahres ist. Nur wenige Stunden vor dem Opernball, also provokant knapp, kehrt Spazi aus den Playboy-Träumen zurück zum Mann ihrer Träume. Der ist bereits am Flughafen, um seinen atemberaubenden Stargast zum Opernball aus Italien abzuholen. Ja, es geht jetzt nach Mailand. Dort holen wir die Elisabetta Canalis ab, nicht Cardinalis. Und ich hoffe, dass sie pünktlich am Flughafen ist. Käse ist erst gestern von Amerika kommen, wir haben noch nicht viel Zeit, miteinander zu reden. Auch die wenigen Momente, die bleiben, werden nicht zum Smalltalk genützt, von einem ernsten Gespräch ganz zu schweigen. Es sei denn, die beiden SMSen sich gerade. Erst als im Flieger die Champagnerkorken knallen, wird Katie redselig. Das liegt aber daran, dass Frau Lugner schon am Weg zur Startbahn die erste Flasche quasi im Alleingang leert. Gott sei Dank ist man seitens der Fluggesellschaft auf derartigen Durst vorbereitet und hat prompt eine zweite Flasche parat. Kannst du wieder durchsetzen? Findest du mich fett? Fett? Dick? Fett? Wieso kommst du da? Weil du sagst, ich soll mich wegsetzen. Nein. Jeder Typ würde sagen, boah geil, setz dich auf meinen Schoß und du sagst, naja, kannst du mich bitte wieder rübersetzen? Katie spricht unter alkoholischem Einfluss frei heraus, dass sie eigentlich lieber in Amerika geblieben wäre. Doch der Champagner in Österreich ist auch gut. Irgendwie. Wäre cool gewesen, aber da ich ja meinen süßen Schnucki hier nicht alleine lassen kann, bin ich zurückgekehrt. Jetzt noch irgendein Paar gibt in Los Angeles, die den Opernball übertrifft, kann ich nicht beurteilen. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe doch auch gerade gesagt, dass Opernball ein Mega-Event ist. Der Einfluss des edlen Alkohols bleibt an diesem Abend nicht ohne Folgen. Die Abholung des reizenden Opernballgasts Elisabetta gerät beinahe zur Peinlichkeit. Katie vergisst nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Pflichten. Katina, kommst du vielleicht her? Nice to meet you. Thank you. Beautiful. Thank you. You too. Kaum ist die Clooney-Ex im Gepäck, findet Mörtel die Gelegenheit, ihr seine Geschichte in Buchform unter die Nase zu reiben. Our first guest was Harry Belafonte. Yes. Sophia Loren was very nice. She's a king. Yeah. A queen.
nehme Lion, das ist Big Brass. Während Merkel mit Canalis flirtet, interessiert sich die angeheiterte Frau Lugner für die Steuerknüppel im Cockpit. Vielleicht macht sie ja mal den Flugschein in Amerika. Richard Lugner liefert pflichtbewusst den Opernballgast im Hotel ab und es scheint so, als hätte Katie irgendwo zwei weitere Flaschen Champagner aus dem Hut gezaubert. Hey, hallo, ATV und die ganze Welt. Und ist das schon so? Wir müssen schon. Wohin? Na, willst du essen oder nicht? Ich weiß nicht, was dein Programm ist. Ja, wenn's, dann fahren wir heim, wenn du nicht essen willst. Dann brauchen wir es nicht so eilig. Du, ich kann auch Diät machen. Also, was willst du? Das hilft mir, ein bisschen besser im Playboy reinzukommen. Wo ist denn der scheiß Ärmel? Kannst du den mal bitte? Ja, schon. Also wirklich, selbst ich mit 10 Gläsern Alkohol merke, dass der nicht draußen ist. Okay. Okay, okay, ich kann kurz sagen, erster Eindruck, wie war das jetzt für das Abholen? Frag ihn erst, der Boss. Er kann dir antworten. Und sonst, wie geht's dir? Also, ist alles friedlich und alle Programme. Ich war absolut nicht zickig, hat nicht das nicht gesagt und das. Ja, wir müssen jetzt gehen, dann fahren. Du hast gerade ein Interview, würde ich beantworten. Nee, das können wir. Hey. Kannst bitte ja, irgendwie. Nein, 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 ich kann bitte. Die Frage ist schon gerade was. Du bist doch ein ATV-Anhänger, dann antworte den doch. Willst du jetzt essen? Ja, aber der fragt dich doch gerade was. Ja, wir sind schon fertig. Ich habe nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, okay, Leute, wir haben alles im Kasten. Aber es ist alles zur Zufriedenheit. Ja, meine Frau hat so viel getrunken, das ist das Einzige. Wir wollen mal eins klarstellen. Wenn hier jemand wer zu viel getrunken hat, bist du, weil du immer Scheiße erzählst. Immer mich und meine Familie. Und das geht gar nicht. Ja, dann erzähl keinen Blödsinn. Eben solche Auftritte wie damals beim Opernball. Egal, ob ich die Frau Lugner bin oder die Frau Mitzi, sowas geht gar nicht. Ich kann nicht meinen Mann Coram Publico bloßstellen. Und umgekehrt, es würde mir auch nie einfallen, meine Frau Coram Publico bloßzustellen. Und schon gar nicht, wenn die Kameras dabei sind. Also so viel Taktgefühl muss man haben, aber das beweist wiederum ihre Herkunft. Dem Baumeister wird es zu viel. Er beendet die heutigen Dreharbeiten. Man hat den Eindruck, als würde ihm seine Frau nun doch zu peinlich werden. So. Ich habe ein bisschen, das hat bloß so andere hier. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wir fahren jetzt ins Dom. Cool, danke für die Einladung. Wohin denn jetzt? Da? Ja, woher soll ich das wissen? Was Richard Lugner dabei noch nicht weiß. Die Ereignisse der letzten Stunden werden das Bild, das die Öffentlichkeit von den Lugners hat, für immer verändern. Und gleich, Crazy Katie nimmt das Steuer in die Hand und zieht die Zügel bei Merkel enger. Frau Lugner, Gott, Herr Lugner, keine Zeit für ein Interview? Nein? Richard Lugner lebt für den Opernball, Katie Lugner lebt für den Playboy. Das hat von Beginn an zu Spannungen in der Ehe Lugner geführt, die nach dem Alkoholtrip von Wien nach Mailand und Retour ihren Höhepunkt finden. Katie hat ein ziemliches Aufmerksamkeitsdefizit. Frag ihn erst, der Boss. Er kann mir antworten. Und sonst, wie geht's dir? Irgendwie schafft es Merkel an diesem Abend noch, seine Frau nach Hause zu bringen. Doch auch am nächsten Tag, dem Tag des Opernballs, ist die Stimmung miserabel. Und das kann Merkel gar nicht brauchen, muss er doch fit sein für seinen Stargast Elisabetta. Gestern selber dabei, es gab Champagne for free, war ganz lustig, ich hatte auch was getrunken und dann ist man am nächsten Tag halt geredet. Ich habe halt mehr getrunken als er und deswegen ich ein bisschen neben der Spur. Die hat sich mehr für ihn. Champagner interessiert im Flugzeug und ist halt so. Ich hatte da die Flaschen Champagner, glaube ich, ausgetrunken gestern. Was Merkel zusätzlich auf die Palme bringt, ist Katies terminliche Unzuverlässigkeit. Ich meine, du tust so, als würde die Queen auf uns warten. Es gibt halt ein Programm. Ja, aber scheiß dir damit in die Hose, ey. Scheiß dir nicht in die Hose. Man kann nur vermuten, was sich Richard Lugner in diesem Moment gedacht hat. Fest steht, es blieb bei einem Gedanken, dem keine Handlung folgte. So kennen wir Merkel gar nicht. Völlig untypisch für Richard Lugner normalerweise. Aber in dem Fall könnte es gut sein, dass es eben ein Zusammenspiel ist aus dem stetig steigenden Alter. Sind wir alle nicht verschont davor. Und vielleicht auch einer gewissen Resignation, was ich ihm alles nicht wünsche.
aber was durchaus der Fall sein kann. In den darauffolgenden Wochen wird deutlich, dass Katie nicht nur in ihren eigenen Beziehungskonflikten die Zügel ungern aus der Hand gibt. Auch Mörtels Urbeziehung, die Beziehung zu den Kameras, steht immer mehr unter Spazis Einfluss. Ist das Frau Lugner? Gibt es Herr Lugner? Keine Zeit für ein Interview? Nein? Naja, brauchen wir das nicht mehr. Frau Lugner, darf ich nur fragen, warum nicht? Ich will mit euch nicht mehr, okay? Sie will ja nicht so, besonders die Österreich-Feste, nicht? Sie ist ja angefressen, sie muffelt ja auch, ne, manchmal. Gibt keine Interviews und so weiter, ne? Nein, gar keine Frage. Hallo, du begrüßt mich gar nicht. Ich hab dir gesagt, ich will das jetzt nicht, dann adios. Ich will das jetzt nicht. Also gut, ja. Also, dann solltet ihr euch dran halten. Ja, ich weiß ja das nicht. Ja, aber dann sollen die zwei jetzt nicht filmen. Lugner tut so, als wäre nichts, versteckt sich für das eine oder andere Interview aber in einem Eck von Katie unbeobachtet. Ja, ich darf mit ihnen nicht mehr reden. Abgesehen davon, dass sie eine schöne Frau sind und meine Frau das nicht mag, aber deswegen rede ich mehr mit ihr, damit ich keine Probleme kriege. Nach dem ersten Ehejahr, wenn man so bilanziert, da denke ich mir, spätestens jetzt um diese Jahreszeit hätte ich schon zumindest ein-, zweimal anteasen müssen, und zwar seitens von Richard Lugner aus, wer denn sein Opernballgast sein könnte. Ja, oder dass man irgendwie darüber munkelt, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Ja, oder wen wird er einladen? Wie wird er seinen Geburtstag feiern? Und das sind alles irgendwie Dinge, die völlig ins Hintertreffen geraten sind. Und ich glaube, dass die Leute das interessiert hat, da erwische ich mich schon wieder, in der Vergangenheit zu sprechen, schießt sich halt selbst, glaube ich, ein Eigentor, wenn er so weitermacht. Die Expertenmeinung ist eindeutig. Richard Lugner bewegt sich auf ein Popularitätstief zu. Er hat es sogar schon fast erreicht. Es geht beim Herrn Lugner darum, dass er Sympathiewerte, die er noch gehabt hat, und sei es nur das Mitleid meiner gutgläubigen, liebenswürdigen Frau, aufs Spiel setzt dadurch, dass er dann schon so blöd ist, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, diese Frau zu wählen, unter uns gesagt, ist schon der ultimative Wahnsinn. Liegt es tatsächlich nur an Katie oder wird Lugner einfach nur alt? Seine Kräfte lassen ein bisschen nach. Man merkt auch, dass er nicht mehr so viel verträgt. Ein, zwei, drei Gläser Wein und die Konsonanten verrutschen seitlich. Das ist ja auch der Unterhaltungswert der wunderbaren Reality-Soap gewesen. Wir haben ein Glück, dass er wirklich pumperl gesund ist, beneidenswert, und hoffentlich möge das auch noch lange so sein. Aber man merkt sehr wohl in seinen Gesichtsausdrücken, wir haben da immer wieder auch Bilder, die das wirklich richtig gehend dokumentieren. Also so richtig gelacht hat er schon länger nicht mehr von unseren Bildern. Ist das Resultat eines einzigen Ehejahres? Und wo wird Lugner sein, wenn er das nächste Ehejahr hinter sich hat? Das ist unser Garten. Der ist wunderschön, seitdem ich ihn umgestaltet habe. Und welche Rolle wird Katie noch einnehmen? Womit, außer dem Garten, wird sie noch aufräumen? Krass, wie viel ich hier einfach verändert habe. Richard! Katie, liebe Freunde, ist die schrecklichste Rache, die man am gesamten Lugner-Clan nehmen kann. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Diese Rache wäre dem Herrn Lugner gelungen. Solange die keinen besseren findet, wird sie bei ihm bleiben. Und er wird auch keine bessere finden. Und so wird das weitergehen. Mein Mann ist die männliche Gerda Rogers. Wird der einst so populäre Stern Richard Lugner also verglühen? Gibt es jemanden, der Richard Lugner auf diese Art und Weise, so wie er ist, nämlich in allen Themenbereichen Antworten zu haben, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht, aber auf jeden Fall Antworten zu haben, der manchmal auch gerne, auch freiwillig sagt, ich bin der Kasperl der Nation, ich halte meinen Kopf hin, und wir sind auf keinen wirklichen Schluss gekommen. Fazit: Ohne unseren Richard ist unser Land halt nur mehr halb so bunt. Also grundsätzlich sind wir keine bösen Menschen, und daher wünsche ich beiden eigentlich ein langes, glückliches Leben. Was ja, ja, was ja eine Bosheit ihr gegenüber ist, echt? Ja. Du kannst 100 werden, möglich ist es.
Ja, so wie es momentan ausschaut, fürchte ich, dass das fast passiert. Jetzt ist es, aber ich habe